Guten Morgen, ihr süßen Mäuse. Hello, hello, hello und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, auf das ich mich schon seit einigen Tagen freue. Sehr große Vorfreude, denn ich habe es euch am Montag gesagt. Wir werden heute schauen, was der neue Skin Tint von Essence wirklich kann. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wundervollen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass es morgen besser wird und ihr jetzt ein bisschen abschalten könnt. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Ich habe es auch vorgestern schon gesagt. Ich wusste nicht, dass Essence neue Complexion-Produkte rausbringt. Deswegen, Essence, es tut mir leid. Ich freue mich riesig, weil ich mir genau das gewünscht habe. Ich habe mir genau das gewünscht. Essence hat den neuen Skin Tint rausgebracht. Hydrating Natural Finish. Light to Medium Coverage. In einer großartigen Shade Range. Und ihr wisst es, ich liebe es, einen Langzeittest zu machen. Deswegen werden wir das heute machen. Es ist 7:17 Uhr. Das heißt, wir haben heute wirklich den ganzen Tag Zeit, um zu schauen, wie verhält sich das Make-up, wie finde ich das Produkt. Und wir schauen erstmal, was es so Neues gibt. Auf den Essence-Produkten findet ihr mittlerweile fast eigentlich auf allen hinten einen kleinen QR-Code, den wir einfach mal abscannen können, der uns direkt auf die Essence-Webseite zu dem Produkt bringt. Die sind auch mittlerweile alle freigeschaltet, aber außer die Foundation. This is a preview of a product. Okay, das hat hier nicht geklappt, weil, und jetzt kann ich auch zum Stand jetzt, wenn ich das Video drehe, ist der Skin Tint noch nicht im Essence Online-Shop verfügbar gewesen, sondern ich habe ihn bei Cosmetic for Less bestellt. Die Shade Range ist wirklich großartig. Ich kann euch jetzt nur ein paar einzelne Shades hier mit einblenden, weil es diese Farbbanner noch nicht gibt. Aber wir schauen einfach mal, was das Ganze können soll. Und zwar kostet der Essence Skin Tint etwa 3,99 €, was wirklich Essence ist. Es ist ein Schnapperpreis. Es ist wirklich ein Schnapperpreis. Und der Essence Skin Tint gleicht mit seiner leichten bis mittleren Deckkraft kleine Unregelmäßigkeiten deiner Haut aus. Gleichzeitig fühlt er sich super leicht und angenehm an. Unser Skin Tint verstopft die Poren nicht und ist eine leichte Alternative zur Foundation. Er ist feuchtigkeitsspendend und zu seinen veganen Inhaltsstoffen zählen Aloe Vera und Hyaluron. Passend zu jeder Gelegenheit und deiner Stimmung kannst du den Essence Skin Tint aufbauen. Mit Lichtschutzfaktor 30 schützt er außerdem deine Haut auch vor der Sonne. Foundation verleiht einen ebenmäßigen Teint. Die Textur lässt sich mit einem Make-up-Schwämmchen, einem Pinsel oder mit den sauberen Fingern auftragen und verblenden. Am besten wird zunächst etwas Foundation auf den Nasenrücken und die Wangen aufgetragen, bla 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 bla. Super leicht und angenehme Textur, aufbaubare leichte Deckkraft, Lichtschutzfaktor 30, Aloe Vera, Hyaluron und ist auf Wasserbasis. Okay, das klingt sehr, 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 sehr spannend. Es gab ja mal den, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, dieses Ding hier. Das hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Es gab aber mal einen von Catrice, den Hyper Hydro Skin Tint. Der war phänomenal. Ich habe vorgestern ein Video in meinen TikTok-Entwürfen gefunden, wo ich die besten drei Skin Tints aus der Drogerie vorgestellt habe und ich habe es nie gepostet. Jetzt brauche ich es nicht mehr posten, den gibt es nämlich so, glaube ich, nicht mehr. Ich habe mich für drei Farben entschieden, weil ich das diesmal nicht ganz so einschätzen konnte und deswegen empfehle ich euch ganz aufmerksam, ganz kurz, jetzt einmal kurz zuzuschauen und wenn ihr das schon bei anderen Mäusen auf YouTube gesehen habt, euch die Farben da auch nochmal ganz genau anzuschauen, denn oft ist es so, dass diese Skin Tints immer so ein Stückchen oxidieren. Deswegen machen wir jetzt mal den Oxidationstest. Ich habe 20, 30 und 40 bestellt, weil sie in der Verpackung alle sehr, 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 sehr ähnlich aussehen und auch auf den Bildern. Deswegen nehme ich mal ein bisschen was raus und wir lassen das Ganze kurz auf meiner Haut. 20, 30 und die 40. Ich habe diesen Oxidationstest schon einmal gemacht. Ich habe die Foundation aber noch nicht in meinem Gesicht getragen. Hier seht ihr das. 20, 30, 40. 20, 30, 40. Hier sind die Untertöne sehr, sehr unterschiedlich. Von der Helligkeit sind sie beide oder alle drei zumindest recht ähnlich. Ich tendiere aktuell, bevor ich die Foundation auftrage, zur 30. Die ist nämlich so ein bisschen pinkig. Wir lassen das Ganze aber mal wirklich ein paar Minuten auf meiner Haut, denn sobald sie runtertrocknet, verändert sie die Farbe ein ganz kleines Stückchen und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich blende das Ganze mal kurz ein und das ist ganz lustig. Ihr seht es schon, am Rand verändert sich die Farbe schon ganz leicht. Also wenn sie runtertrocknet, verändert sich die Farbe. Da könnt ihr das erkennen. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Die Farbe verändert sich. Deswegen, ich bin großer Freund davon, eine Foundation immer eine Nummer heller zu nehmen und dann mit einem Bronzer vielleicht ein bisschen anzupassen. Denn wenn sie runtertrocknen, ist es einfach normal, dass sich die Farbe verändert. Gerade bei diesen Skin Tints. Ich bin trotzdem
theoretisch noch bei der 2030, weil die auch runtergetrockneten deutlich pinkeren Unterton hat. Man kann das Ganze natürlich aber auch mischen und ich glaube, bei diesen Skin Tints ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn die Shade nicht so optimal passt. Was ich aber wirklich gut finde, ist, dass Essence hier wirklich keine Kompromisse gemacht hat. Ne? Also, die haben halt nicht nur 8 Farben rausgebracht, hell und ein bisschen Mitte und ein bisschen dunkel, sondern wirklich viele verschiedene Farben. Es kommen mit Sicherheit nicht alle Produkte oder alle Farben in die Filialen, aber im Online-Shop sind sie vorhanden. Ich habe sie bei Cosmetic Follies auch schon gesehen. Empfehle euch auch online so ein bisschen zu schauen, wenn die Produkte dann in den Theken sind. Sie sollten in den nächsten 2, 3 Wochen in die Theken kommen. Es gibt sie schon online. Schaut euch da mal ein bisschen an und wenn ihr in der Drogerie swatcht, macht es rauf, holt euer Klopapier, euer Weichspüler oder was ihr immer noch braucht und geht dann nochmal zu der Make-up-Theke, weil sich die Farben, wie ihr es hier wahrscheinlich seht, so ein Stückchen verändern. Sie trocknen ein ganz gutes Stück runter. Ich bleibe trotzdem bei der 20. Die ist nämlich recht pink und die ist recht gelblich. Und deswegen schauen wir mal, was das Ganze kann. Bevor die ersten abschalten, schaut mal in die Infobox. Ich habe nämlich einen wahnsinnig guten Rabattcode für Asam Beauty wieder für euch rausgeschlagen. Das Packaging ist in einem, ja, so einem Baby-Lila, in einer Quetschtube. Was ich sehe, ist, dass das Ganze eventuell sich vielleicht irgendwann zersetzen könnte. Das hatten wir bei den Hyperhidro Skin Tints von Catrice sehr stark, dass sie sich wirklich zersetzt haben. Deswegen schüttelt eure Skin Tints immer. Generell heutzutage sollte man alle Foundations einfach schütteln, weil sie von den Inhaltsstoffen mittlerweile so gemacht sind, dass sie nicht mehr ganz so stabil in ihrer eigenen Form bleiben, weil die meisten Leute einfach dies nicht mehr drin haben wollen, das nicht mehr drin haben wollen, schütteln und dann wird das Ganze wieder gut. Holen das Produkt einmal raus. Ihr könnt das gut rausquetschen. Es ist nicht parfümiert und es ist von der Viskosität her deutlich dicker, als ich angenommen hatte. Wir probieren das Ganze mal mit dem neuen Essence-Pinsel aus. Den gibt es ja auch aktuell im neuen Essence-Sortiment. Das ist der Foundation Buffer Brush oder so. Und wir starten mal mit der einen halben Seite. Als Grundlage habe ich jetzt nur meine typische Feuchtigkeitspflege benutzt. In diesem Fall heute die Aqua Intense Serie, weil ich weiß, dass die mit allen Produkten immer gut funktioniert. Da ist nichts drin, was meine Haut so irgendwie komisch macht, dass ich das irgendwie an Stellen irgendwie komisch absetze oder so. Da vertraue ich dann einfach immer auf die Aqua Intense Serie. Wir starten. Sie ist deutlich dicker als gedacht. Und ich arbeite mir hier von der Mitte meines Gesichtes die meiste Deckkraft auf und tupfe das Ganze so rein. Sie ist sehr, sehr glowy. Farbe passt gerade wirklich ziemlich gut. Der Pinsel ist großartig. Es ist einer der besten Foundation Brushes, die ich kenne. Wow. Die Deckkraft ist deutlich, deutlich höher als gedacht. Man kann natürlich mit dem Finger dann ein bisschen weniger arbeiten und dann hast du auch weniger Deckkraft. Aber wow, das ging sehr, sehr schnell. Auf der Haut sieht die Textur sehr, 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 sehr weich aus. Sehr natürlich, nicht so pastig. Es gibt ja Foundations, ich muss es halt immer mit der einen vergleichen, weil die die meisten kennen. Die Huda Beauty Faux Filter Foundation. Ne? 2017 Foundation oder 16. Die ist eine Paste. Das ist eine ganz dicke Paste. Und die sieht auch auf der Haut so aus. Ich nehme jetzt einen halbtrockenen Schwamm und blende das Ganze nochmal ein, dass ich potenzielle Pinselstreifen so ein bisschen ausgeblendet habe. Und ihr seht kaum einen Übergang zwischen meiner Haut und der Foundation oder dem Skin Tint. Super natürlich. Sehr leicht. Du merkst nicht, dass du etwas auf der Haut hast. Das sieht phänomenal aus. Und das soll nicht komisch klingen, aber ich habe in meinem Leben schon sehr viele Foundations getragen. Und mittlerweile weiß ich, wie sich so ein Produkt verhält, sobald ich es auf meiner Haut auftrage. Das Produkt ist hergestellt in Frankreich. Was recht neu ist, die meisten Cream-Produkte werden ja, oder die meisten flüssigen Produkte werden in Europa zumindest, in Italien produziert, viele Puderprodukte aber auch. Mit dem Schwamm geht es auch sehr, 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 sehr gut. Die Farbe passt wirklich wie Hintern auf einmal. Ich habe nur die 30 benutzt heute und dadurch ist die Deckkraft natürlich ein bisschen leichter. Ich bin ehrlich, ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass das auch so ein Wischiwaschi-Produkt ist. Wischiwaschi nicht negativ gemeint, sondern eher so ein bisschen Pigment. Viel Hyaluronsäure und ein bisschen Pigment. Das hier ist nicht ein bisschen Hyaluronsäure und ein bisschen Pigment, sondern das ist sehr, sehr deckend für ein Skin Tint, was ich großartig finde. Das ist auch nicht, ich hatte auch ehrlich gesagt gedacht, dass es vielleicht einfach nur der Hyperhidro Skin Tint vielleicht, der neu verpackt war oder so. Könnte ich jetzt auch nicht
mehr behaupten. Mit einem Schwamm deutlich weniger Deckkraft als mit einem Pinsel auf beiden Seiten, aber wirklich gut. Ich habe so einen kleinen Vorteil. Ich habe ja hier auf meiner Nase so ein kleines Blutschwämmchen. Und wenn ich das mit der Foundation schon recht gut abgedeckt bekomme, weiß ich, dass das eine gute Deckkraft ist. Wow! Schauen wir uns mal meine Haut an. Es sieht extrem natürlich aus. Also ich sehe an keiner einzigen Stelle, dass sich das Produkt irgendwie komisch abgesetzt hat. Es ist sehr, 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 sehr gleichmäßig. Und für mich etwas enttäuschend, für viele von euch eine große Freude. Es ist nicht so glowy, wie ich gedacht habe. Ich dachte, dass es so ein richtig, schon fast so ein bisschen speckig aussehen könnte. Das ist ein sehr neutraler Glow. Ein ganz natürliches bisschen Glow. Auf der Stirn sitzt die Foundation großartig. Um die Nase herum habe ich im Moment eh so ein paar Probleme. Deswegen würde ich das heute mal so ein bisschen aus meiner Bewertung mit rausnehmen, weil ich hier einfach ein paar trockenere Stellen habe. Aber das sieht wirklich, wirklich schön aus. Geht's noch näher? Ja, noch ein Stückchen. Oh, guckt euch das einmal an. Jetzt schaut euch einmal meinen Porenbereich an. Alles sehr gut abgedeckt. Und sehr natürlich, das sieht aus wie Haut. Und mit diesem, es sieht aus wie Haut, ist damit eigentlich immer gemeint, dass die Foundation nicht so schwer auf dem Gesicht drauf sitzt. Im Prinzip könnte ich jetzt einfach sagen, okay, das war's, fertig. Wir machen nichts weiter in meinem Gesicht. Wir machen aber natürlich noch ein bisschen weiter in meinem Gesicht. First Impression, schöne, sehr, sehr schnelle Möglichkeit, das aufzutragen. Ich kann mir vorstellen, dass man die auch sehr, sehr gut mit den sauberen Fingern auftragen kann. Ich habe A, keine sauberen Fingern gerade und B, habe ich einen Bart. Das heißt, ich kann da nicht dann so durchgehen, das sieht dann komisch aus. Deswegen kann ich mit Fingern nicht arbeiten. Jetzt hier einfach nochmal kurz so ein bisschen lang. Ich freue mich, dass sie nicht parfümiert ist und dass sie so leicht auf der Haut aussieht. Wir machen jetzt aber mein Make-up einmal weiter. Und da wollte ich ein paar Produkte von Asam nochmal mit reinbringen. Da weiß ich einfach, die performen gut und sie funktionieren mit vielen anderen Produkten auch gut. Und ihr seht, dass meine Lippen sind ziemlich, ziemlich crusty gerade. Deswegen nehme ich den Magic Finish Volume and Repair Lip Balm. Erstmal, der gibt so einen ganz leichten Hauch Farbe ab und pflegt die Lippen unglaublich gut. Ich mag die auch total gerne als Blushes, weil die so sehr, sehr reflektierend sind. Ich gehe dann einfach mit einem Pinsel hier mit rein und trage mir das hier so ein bisschen rüber. Ich bin ja ein großer Fan davon, Farben, die ich in meinem Gesicht habe, auch auf meinen Lippen oder meinen Augen zu haben. Die sind eigentlich für die Lippen gemacht. Asam hat ja mittlerweile das Make-up-Sortiment so extrem erweitert. Und zwar wirklich mit großartigen Produkten, die performen wie High-End-Produkte. Ich habe lange die Make-up-Produkte von Asam nicht mehr vorgestellt, weswegen ich sie heute hier wirklich gerne nochmal mit reinbringen wollte, weil ich da einfach weiß, die performen gut und ich bin davon ausgegangen, dass viele mittlerweile wissen, wie gut die Produkte von Asam performen. Es gibt aber ein Produkt, was ich euch so ein bisschen immer verschwiegen habe, wobei ich habe es euch schon mal gezeigt. Das sind die Contour Sticks und die sind High-End-Qualität. Ich habe jetzt hier die Farbe Light to Medium. Ihr habt extrem viel Produkt mit drin. Ihr habt ein flaches Produkt, kommt in diesem rosé-goldenen Packaging und ihr habt unglaublich viel Pigment. Ich setze es mir einfach einmal hier hin. Ich nehme immer nur die spitze Seite und blende das Ganze einmal aus. Eine super schöne cremige Textur, die sehr, 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 sehr gut hält und bei der ich mir den ganzen Tag keine weiteren Gedanken machen kann. Und ich habe ja einen Rabattcode bei Asam, der gilt ja immer, ne? Damit könnt ihr 15% auf so gut wie alles sparen. Und es gibt dazu dann immer noch ein paar Aktionen, die ich zum Zeitpunkt des Drehs meistens noch nicht so da habe. Deswegen schreibe ich euch das immer unten nochmal hin. Klickt euch da gerne mal durch. Ihr seht es, wie viel Produkt hier ist und er trocknet gut an. Das heißt, braucht euch auch keine Sorgen zu machen, dass ihr irgendwie nach 2 Stunden der Contour-Stick nicht mehr da ist. Eine unglaublich schöne Farbe. Nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt, dass ich die sehr, sehr gut als Contour-Stick benutzen kann. Hier so ein bisschen an meiner Nase entlang. Und was ich damit immer gerne gemacht habe, ist, ich gehe auch gleich so ein bisschen über meine Augen, um so ein bisschen mehr Form in mein Gesicht zu kriegen. Seht ihr diese Kombination aus diesem Blush-Glow, der ja super natürlich ist, diesem super pigmentierten Contour Stick und wie stark pigmentiert das ist. Ich habe ja immer noch Produkt hier dran und kann dann hier super, super gut rübergehen. Das ist mit einer meiner liebsten Contour Sticks. Nicht nur, weil es einfach in Deutschland produziert, ein Familienunternehmen von Asam. Asam lieben wir mittlerweile, alle kennen wir. Aber die Make-up-Produkte sind wirklich, wirklich gut. Und ich vermisse auch meine Magic Mondays mit Maxim. Da habe ich euch ja damals fast einmal die Woche ein Live-Tutorial gezeigt. Deswegen haben wir hier einen kleinen Magic Mittwoch mit Maxim. Fertige mein Make-up so ein bisschen fertig und dann geht's weiter.
Ich fühle mich richtig hübsch heute. Montag habe ich ja ausgesehen, als wäre ich 3 Tage lang im Fluss gewesen. Heute sehe ich aus, als wäre ich 3 Tage lang im Ayurveda-Club gewesen. Lalalala. Okay. Foundation gefällt mir richtig, richtig gut, gerade auch in Kombination mit diesem leichten Bronzy-Vibe. Endlich, es hat mir wirklich so leid, ne? Ich habe wirklich, als ich das Video geschnitten habe, dachte ich mir, Junge, das kannst du nicht hochladen. Die Zeiten sind vorbei, ne? Vor 5 Jahren hätte ich hochladen können, was ich wollte, da hat es eh niemand interessiert. Aber ich weiß, es ist euch auch nicht wichtig, wie ich am Ende aussehe, sondern wie die Produkte performen. Deswegen habe ich es dann auch hochgeladen. Aber ich habe mich schon ein bisschen geschämt, ne? Weil das war ja einfach wirklich nicht so schön. Okay, es sitzt alles richtig, richtig, richtig gut heute. Sehr, sehr schön. Damit wir das Make-up noch ein bisschen weitermachen können, habe ich diese Palette nochmal mitgebracht, weil das ist so die perfekte 2024-Palette. Das ist die Eye and Cheek-Palette in dem Style Palette Nummer 2. Die hat einen wunderwundervollen Blush, ein Konturton für die Augen und einen schön rosanen Ton. Das ist so die perfekte Palette, wenn ihr euch tagsüber keine Gedanken machen wollt, was ihr tragt. Ich konturiere damit nur ganz leicht mein Augenlid. Super pigmentiert, ganz, ganz vorsichtig. Ich habe schon viel zu viel benutzt. Einfach um hier so einen kleinen Schatten zu erzeugen. Dann nehme ich einen Blushpinsel, gehe hier in den Ton. Der ist nämlich, ich weiß, dass viele diese pinken Töne nicht mögen. Das ist so ein richtig schöner alter Roséton. Also ich fühle mich heute richtig, richtig gut. Die Kombination. Großartig. Ich nehme noch hier ein bisschen den Baked Glow. Das ist so ein bisschen, ich darf es ja nicht mehr sagen, ne? Aber das ist die Nachbarin von der Sanduhrenfirma, dem Stundenglas. Mascara trage ich gleich off-camera auf. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns in Kürze hier wieder. Wow! Ich fühle mich richtig, richtig gut heute. Freunde, ich bin so ein bisschen überfordert. Ich habe euch letzte Woche Mittwoch einen Rabattcode für meinen eigenen Shop online in einem Video gezeigt, weil wir uns von einigen Produkten trennen, weil wir wieder so ein bisschen was umstellen und ich einfach mich neu ausrichten will. Beziehungsweise, was heißt neu ausrichten? Ich möchte einfach regionale Produkte anbieten und keine Produkte, die einmal um den halben Globus geschifft werden müssen. Deswegen alles, was noch da ist, wird gerade ausverkauft. Tut auch nicht zur Sache. Ich habe den ganzen Vormittag schon Pakete gepackt und mache jetzt auch gleich weiter. Ich wollte noch einen ganz kurzen Zwischenspieler reingeben. Es ist jetzt 12, also wir haben die Foundation echt schon eine Weile drauf. Ich war auch schon einkaufen. Ich habe auch schon geputzt. Wir kriegen nämlich heute Abend auch noch Besuch. Aber ne, es tut mir mal leid, wenn ich euch da nicht alle einmal die Stunden-Update geben kann. Aber ich sage euch auch warum, weil es passiert einfach nichts. Es sieht immer noch genauso aus wie sonst. So ein bisschen hier an der Nase ist das ganz leicht trocken geworden. Aber das hatte ich ja am Anfang des Videos schon gesagt. Das ist im Moment bei mir bei eigentlich jeder Foundation so, dass ich einfach hier so trockene Stellen habe. Ich will, morgen ist für mich Sonntag. Da mache ich dann wieder da mache ich wieder Maxim die Schlange und dann häute ich mich einmal. Da mache ich dann einmal alles wieder weg. Es passiert nichts. Es sieht grandios aus, auch draußen. Ich wurde sogar angesprochen, was ich in meinem Gesicht habe. Es passiert sehr selten, dass mich jemand aktiv danach fragt im echten Leben. Vielleicht, weil ich auch nicht so oft draußen geschminkt bin. Sie hat mich gefragt, was ich für eine Foundation trage. Und dann habe ich ihr das gesagt und sie war, wo gibt's die? Ich war nämlich gerade bei DM. Und ich habe gesagt, die gibt es hier leider noch nicht, aber die kommen bald raus. Also, anderen Leuten gefällt es auch. Die Farbe hat sich nicht mehr verändert in meinem Gesicht. Unglaublich gut. Unglaublich gut bis jetzt. Und 3,99 €. 16 Uhr. Ich bin fix und fertig. Aber mein Make-up hält. Ihr Mäuse. Wow. Der Tag ist wie ein Rinnsal, wie ein Bach an mir vorbeigeschossen. Wie ein Rinnsal. Ihr wisst, was ich meine. Der Tag ist schnell vorbeigegangen. Ich bin fix und fertig. Ich habe so viele Pakete heute gepackt. Ich habe so viel geputzt und ich war einkaufen. Ich habe Essen gemacht. Aber, und ich bin wirklich, wirklich beeindruckt, wie gut mein Make-up heute noch aussieht. Hier an meiner kleinen Unebenheit hat sich so ein bisschen gelöst. Und es ist auch overall recht frisch geworden. Also ich habe nicht einmal nachgepudert und wir haben schon Produkte gehabt, die wirklich, wirklich fettig aussahen danach. Das ist ein gesunder Glow und ich könnte jetzt am Ende des Tages, oder wenn ich jetzt nochmal weggehen wollen würde, mit dem Microfiber Mini Multitool hier überall lang gehen, alles vielleicht nochmal so ein bisschen mattieren, auffrischen. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen Gesichtspuder oben rüber geben und dann würde das Make-up, ich glaube, ihr seht den Unterschied direkt, deutlich, deutlich besser und deutlich frischer aussehen. Und ganz ehrlich, für 3,99 € habe ich nicht so viel erwartet.
Weil man muss schon sagen, man sieht schon Unterschied zwischen einer 50 € Foundation und einer 1 € Foundation, aber nicht immer und in diesem Fall absolut gar nicht. Diese Foundation ist für 3,99 € für die kommende Jahreszeit grandios. Sie hält gut, sie deckt gut, sie ist nicht parfümiert, es gibt eine Vielzahl an Farben und ihr dürft nicht vergessen, ich muss es nochmal wiederholen und ich glaube, das mögen viele, wenn ich halt auch so ein bisschen Industrie-Insights mitgebe. Für jede Farbe, die jemand rausbringt, muss eine eigene Sicherheitsbewertung gemacht werden. Du kannst nicht sagen, das ist die Formulierung für alle Foundations und die wird getestet, wird geguckt, ist sie stabil, funktioniert die mit dem Packaging, gibt es da Reaktionen, wie lang haltbar ist so eine Foundation, es muss für jede einzelne Farbe selber gemacht werden. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Und dann die Foundation aber für 3,99 € anbieten zu können, ist eine großartige Sache, die mir wirklich sehr viel Freude bereitet hat. Ich werde sie definitiv weitertragen. Normalerweise sage ich immer, ich kaufe sie mir nochmal in einer anderen Farbe, aber ich habe meine perfekte Farbe gefunden. Sie hat sich im Laufe des Tages nicht weiter komisch verhalten. Sie hat sich nicht irgendwie komisch abgesetzt. Mein Concealer hat das getan, aber das ist völlig normal. Wirklich, wirklich schön. Ich bin gespannt, ob ihr sie vielleicht schon irgendwo entdeckt habt. Ansonsten bei Cosmetic for Less habe ich sie schon gesehen und vielleicht, wenn das Video online geht, da ist der 12. Februar ja auch schon passé, sollten die Produkte vielleicht auch schon im Essens-Online-Shop sein. Ihr süßen Mäuse, schaut unbedingt einmal bei Asam Beauty vorbei. Mit meinem Rabattcode könnt ihr dort nochmal eine Menge sparen und ich verlinke euch ein paar meiner Favoriten unten in der Infobox. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Passt auf euch auf!